So, hallo, wir machen weiter mit Evoland 2. Wir sind noch in der Erkältungsaufnahme, also bitte ein bisschen nachsehen, wenn ich ab und zu schneuzen muss und dafür mute und so weiter. Das letzte Mal haben wir das Spiel angefangen, haben erstmal einigen Kram freigeschaltet und jetzt sind wir erwachsen geworden und können jetzt offensichtlich mehr Dinge tun. Vor allem mit den Leuten reden und ja. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht, ist sie eure Freundin? Nein. Nicht, dass ich wüsste. Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lebt Kefkas Geist dort. Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. So, so. So war jetzt hier jemand zum Quatschen nicht, ne? Hier war einfach gar nichts. Okay. Ja, gut. Also ein Trank war da drin, aber... ne. In den Höhlen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Ja gut, wir müssen was kaufen. Den Laden wissen wir ja schon, wo er ist. Alles kein Thema. Willkommen in Papunika. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Boah, wie nett ihr auf einmal sein könnt, nur weil ich kein Kind mehr bin. Was soll das denn? Frechheit. Habe ich hier eigentlich alles abgeguckt? Alle eure Truhen sind gehört zu uns. Da gab es wohl ein Übersetzungsproblem. Ja. All your base are belong to us, sag ich dann nur. Oh, 50 Gliss. Schön. Man muss hier echt alles abgucken, Mann, Mann. So, dann kaufen wir mal. Was ist das denn? Seltene Karte, ne? Das kann ich mir noch nicht kaufen. Was ist eine Phönix-Daune? Ich wollte erst gucken... Yo, Maus, please. Führ mal kein Eigenleben. Alter! Sag mal, ihr seht das gerade nicht, aber meine... What the fuck? Ach so, weil ich auf dem... Ah, weil ich auf dem Mauspad mit der Hand bin. Ups. Okay, wow. Jetzt weiß ich aber nicht, was eine Phönix-Taune ist. Das wollte ich eigentlich nicht kaufen. Hallo, Maus. Dankeschön. Ja, cool. Ich... Das war nicht so... Oh, Mann. Okay, kaufen wir erstmal ein Langschwert. Und dann kaufen wir noch einen Trank. Jetzt fehlt mir allerdings meine Rüstung. Nee. Nee, so ein Murks. Kann ich mich irgendwie ausrüsten? Scheint nicht. Habe ich überhaupt jetzt noch Geld? Jetzt habe ich gar kein Geld mehr. Ich wollte zum Pennen. Ah, fuck. Erwachsene sind nicht lustig. Sie sind schön. Wenn ich bloß... hatten wir schon. Hatten wir schon. Alles gut. Leider habe ich jetzt kein Geld mehr, um hier zu pennen. Kann ich einmal gratis? Ach so, für 0 gratis. Ach, gucke mal. Das gibt's sogar. Wow. Ja, bitte. Dankeschön. Das war ja nett. Das geht also auch gratis, wenn man kein Geld hat. Das ist ja cool. So, hier habe ich alles abgeguckt, ne? Nicht, dass da noch irgendwo... Das hatten wir schon, oder? Ne, hatten wir nicht. Legende von Kefkas Geist, Village People. Miesige Legenden, glaube ich. 1001 Monster mit einem Schuss von Chuck Norris für den unerschrockenen Abenteurer. Oh, ein Tra... Wow, what the fuck? Ich bin doch da vorne schon dran vorbeigelaufen, oder bin ich nicht? Anscheinend bin ich das nicht. Das hatte ich. Rettung der Welt mit Heldenkristall, das hatte ich. Okay, da ist nichts weiter. Diesmal wirklich. Okay. So. Dann gehen wir erstmal wieder Gliss verdienen. Habe ich jetzt das stärkere Langschwert hier in Benutzung? Ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Dankeschön. Machen wir mehr Schaden? Ja, deutlich. Wow, sehr schön. Alles gut, dann kämpfen wir ein bisschen. Würde ich nämlich auch gerne gleich die seltene Karte kaufen, also machen wir mal bis 500 Glees. Entschuldigung. Haben wir schon wieder 150.
komme ich ja kein. Ach lustig, hier ist jetzt noch. Hier ist jetzt noch das normale. Die normale Grafik. Das ist interessant. Aber hier bekomme ich kein Geld mehr. Oder bekomme ich von denen Geld? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Der Dimensionstein versperrt hier übrigens immer noch den Weg. Nein, da bekomme ich kein Geld. Gut, dann gehen wir wieder. So, bei den Vögeln kriegen wir mehr, sehr gut. Ich weiß halt nicht, ob hier irgendwelche Secrets waren, das ist, aber ich glaube nicht. Ich weiß nicht. I don't know. So, dann haben wir jetzt 400 gelesen. Wir brauchen 100 für die Rüstung, glaube ich. Waren es 100 oder waren es 150? Und 500 für die Karte. Was auch immer diese Phoenix-Daune macht. Ich habe keinen Plan. Ich sehe das ja auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch als Freischaltung, so Item-Erklärungen oder sowas. I don't know. So, gehen wir mal ganz wieder hier zurück. Ich gehe noch ein bisschen vor zurück. Jawohl, du bekommst, glaube ich, 100. Nee, nur 50. Achso, 2 geben dann immer 100. Macht irgendwie Sinn. So. Das reicht ja eigentlich. Ach, jetzt sind wir wieder bei die Wiese. Ach, guck mal, jetzt kann ich mir das nochmal anschauen. Okay, aber hier geht nichts. Das ist ja interessant. Das heißt, das wird hier dann erst zum Dorf, wenn man... Lel. Das ist ja interessant. Okay, cool. Gut zu wissen. Dann habe ich doch nichts verpasst bisher. Genau, Kupferrüstung war 150. Jetzt sind wir ausgerüstet, um gegen starke Monster zu kämpfen und seltene Karte. Emuk! So, und jetzt haben wir hier schon kaum noch was Brauchbares. Phoenix Daune klingt dann irgendwie wie... Weiß ich nicht, steht hier halt noch nicht. Ich will nichts verkaufen, danke. Wie irgendwas, womit man halt jemanden wiederbeleben kann oder so, keine Ahnung. Ah, das könnte sogar sein. So. Jetzt ist der Weg hier frei. Nehmt euch auf den Weg zu den Höhlen von den Monstern in Acht. Ja, das habe ich vor. Vielen Dank für den wertvollen Hinweis. Und... Erzwungener Kampf. Jemand ruft um Hilfe. Habe ich das nicht gelesen. Irgendjemand wurde von diesem Monster angegriffen. Entschuldigung. Da ist jetzt in der Tat ein weiterer Gegendings. Ich habe den ersten Teil nicht gelesen. Es tut mir leid. Ach, da unten lag jemand. Wow, habe ich gar nicht gesehen. Danke, dass ihr mich von diesem Monster gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Mir natürlich. Erzwungen war, ja, da war kein Nein auswählbar. Hier scheint im Szenario die richtige Verzweigung zu fehlen. Übrigens, ich heiße Keres. Bleiben wir dabei. Alles gut. Keres hat sich dem Team angeschlossen. Oder Keres, wie auch immer man das aussprechen möchte. Okay. Ich hab schon da oben die Höhle gesehen, ich will das mal hier runter gucken. Aha! Hier ist nämlich dann tatsächlich was, die versteckte Wiese, guck mal. Die Karte Schleim. War das alles? Wahrscheinlich ja. Warte, nein, da ist ein Loch. Aha! Ihr habt die versteckte Höhle gefunden. Oh, Errungenschaft, True Explorer, echter Forscher. Huch! Ach, das ist so eine Höhle, auch das noch. Stürmige.
Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz wieder hier schneuzen. So. Dann schauen wir mal, was wir hier bekommen oder finden werden. Ja, okay, das macht noch nicht so viel Schaden. Ich glaube, die ist mehr Zauberin, ne? Wenn ich die jetzt so mir angucke. 50 Glees. Sonst nichts. Hier ist die Truhe. Ein Stern! Yay! Aber es geht noch weiter runter hier. Von daher kann es nicht schaden, sich immer weiter umzugucken. Trank! Huch! Invasion der untoten Katzen von E. Schrödinger. Mensch! Die untoten Katzen. Von Schrödinger. So. Ich glaube aber, dann haben wir hier unten jetzt alles. Ich hoffe ja. Ich hoffe es doch. Und haben ein wenig Geld wieder bekommen. Das ist doch ganz schön. Das brauchen wir mit Sicherheit noch. Ach, ich habe wieder vergessen. Fuck you. Ich habe wieder vergessen, Magie einzusetzen. Ich glaube, sie kann Magie. Naja. Kommen wir raus oder kriegen wir noch einen Kampf? Ah, natürlich. Oh, ja, jetzt können wir Magie einsetzen. Aber sowas von... Also, hier Magie. Ach, nur heilen. Also, nur ist relativ, aber... Geht das auf beide? Wow, das ist cool. Aber mehr hat sie dann die anderen. Achso, das sind die gleichen Gegenstände, logischerweise. Okay. So, ja, dann gehen wir raus. Verlassen wir diesen Ort. Ich habe hier sonst, glaube ich, nichts weiter gelassen. Und gehen in die Höhle. Wo wir den ominösen Kristall. Wow. So close. Wo wir den ominösen Kristall suchen. Das jetzt? Ah, es ist so eine Höhle, okay. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie er heißt. Ich bin Klink, offensichtlich. Freigeschaltet, dein Name. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Ja, Mensch. So. Höhlenmonster. Hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. Ach nö, jetzt ist es doch sowas. Ah. Oh wow. Ist doch nicht. Please. Immer drauf. Oh wow. Oh wow. Der braucht ewig, bis er angreift, ja. Sehe ich das richtig? Autsch. Na gut. Ja, wir haben ein bisschen Glees, haben wir. 1170, meine Güte. Entschuldigung. So. Yay. Tja,
ist bestimmt irgendwas. Oh, wow. Yay. Yay. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alles. Jetzt werde ich aber, wenn wir mal... Ja, okay, werden wir nicht. Ich wollte sagen, wenn wir nochmal Dingens einsetzen dürfen, Caris, werde ich erstmal heilen. Dann hat man das einfach auch schon mal weg. Also jetzt nämlich. Das kann nämlich nicht schaden, hier ein bisschen rumzuheilen. Ah, jetzt gibt's endlich Erfahrungspunkte. Ich habe schon drauf gewartet. Jetzt machen die Kämpfe auch viel mehr, ergeben die Kämpfe viel mehr Sinn. Und 4 EP, juhu. Hier komme ich nicht vorbei. Da oben war was. Ich weiß nicht, ob es eine Truhe war oder was anderes. Oh, wow. Ja, wow. Danke. Klink hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Angriff wurde erhöht. Keres hat Stufe 2 erreicht. Sein Wert für Verteidigung wurde erhöht. Sehr schön. Lebensquelle, etwas frisches Wasser heilt vielleicht eure Wunden. Ah. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt nochmal hier runter. Ja, da ist wahrscheinlich einfach der andere Weg hier runter. Ach, dieses blöde Vieh schon wieder. Klinkert Stufe 3 erreicht, sein Wert für Verteidigung wurde erhöht und ihr Wert für Magie wurde erhöht. So, oh nee, da ist noch eine andere Kiste. Ach, ein Stern, ja, guck mal einer, guck. Schau mal einer, guck. Hätten wir das mal da unten mit der Höhle gemacht, nachdem wir die EP, aber gut. Das wusste ich nicht, dass das hier schon kommt. So, jetzt kommen wir ja gleich zurück zur Quelle. Jetzt wollen wir nicht rumheilen hier. Einfach drauf, immer drauf. Zack, jawoll. Juhu. Gehen wir es mal runter. Ups, das war ein Schalter. Freigestellt, irgendwo ist irgendetwas passiert. Okay, aber wo? Und die Karte ist Gaven. Oh. Bam. So, wir werden auch gleich den Part beenden. Ich gehe nochmal zur Lebensquelle zurück und dann ist gut. Einen Part werde ich noch aufnehmen mit Erkältungsgedöns. Ich glaube aber, dann ist das erstmal ausreichend für die nächsten Tage. Und dann kann ich sicherlich erst wieder aufnehmen, wenn ich geheilt bin. Sowohl im Real Life als auch hier. Nee, ja, also einen Part nehme ich, glaube ich, noch auf. Und dann sehen wir uns wieder. Danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder. Na, egal. Und tschüss.